Habe ich dir die? Die, wo wir letztes Video angeschaut haben, die wissen schon, wo es das heute geht. Heute fange ich an mit dem Bad von meinen Eltern, weil das werden wir jetzt barrierefrei machen. Das schaut momentan so aus. Also wundert euch nicht. Das Bad ist von 1972, auch da, wo das Haus gebaut worden ist. Seitdem ist das Bad eigentlich mehr oder weniger nicht renoviert worden. Es ist einmal eine neue Holzdecken aufgekommen, die hat mein Vater gemacht. Und also eine Glaskabine haben sie an die Dusche gemacht, aber so grundsätzlich ist die komplette Badeinrichtung noch von 1972. Sieht man auch an den Fliesen. Mittlerweile sind die schon fast wieder modern. Das war früher auch Stand der Dinge, das hat man recht gern gemacht, dass man vor die Badwanne und vor die Duschkabine da so eine Stufen hergemacht haben. Das wird alles bodeneben gemacht. Da hinten steht schon der Grundrahmen von der neuen Duschwanne. Die kommt wieder da hin. Die Badwanne kommt raus, da kommt auch keine neue Badwanne mehr rein. Die Wände und der Boden, das wird alles neu gemacht, das mache aber nicht ich. Also keine Angst, ihr braucht euch jetzt nicht denken, der ist mit der einen Baustelle noch gar nicht ganz fertig, dann fangen wir mit der zweiten schon an. Ich bin nur dafür zuständig, das Zeug rauszureißen, die ganze Wasserinstallation neu zu machen. Die ganze Wasserinstallation bei uns ist mit verzinkten Rohr gemacht. Unter uns ist der Heizraum. Das heißt, ich werde die ganzen Wasserrohre rausreißen und neue Wasserrohre reinmachen. Weil wenn wir das Bad schon sanieren, dann machen wir die Installation auch gleich neu. Für das bin ich zuständig. Ich muss das Zeug rausreißen, ich muss die Wasserinstallation reinmachen und der Rest macht alles eine Firma. Ich habe jetzt schon mal angefangen. Ich habe da jetzt die Tür rausgemacht und habe da einen Folientunnel vorgebaut. So eine sogenannte Schmutzschleuse. Da steht die neue Duschwanne schon. Da ist alles dicht, da geht es in die Wohnung von meinen Leuten. Unten haben wir Malerflies ausgelegt, da kann jetzt die Firma ihr Material dann abstellen. Und da geht es durch das Büro von meinen Eltern durch, da haben wir alles zugemacht mit Folie und das wird für die nächste Zeit der Zugang. Auf der anderen Seite, beim Fenster, da haben wir da draußen jetzt einen Schuttcontainer stehen, der steht im Hof. Da werden wir jetzt dann vielleicht noch kleine Rampen überbauen, damit wir die Badwanne und die Duschwanne dann ausbringen. Den ganzen Schutt werde ich dann ausschmeißen. Ich muss eigentlich nur die Stufen weghauen, die Ummauerung von der Badwanne und das da hinten raus machen. Und dann schauen wir mal, ob wir wieder ein paar Überraschungen überleben. Und dann schauen wir mal, ob wir wieder ein paar Überraschungen erleben. Denn die Duschwanne, die muss ja da versenkt werden, damit die Boden eben wird. Wir haben jetzt da momentan einen Höhensprung von 2 cm. Das langt aber nicht für die Duschkabine. Die Duschkabine muss insgesamt 12 oder 14 cm unter dem fertigen Fußboden dann sein. Aber das werden wir sehen. Die Fliesen bleiben alle dran. Die hat mein Vater damals, der ist ein klärender Fliesenleger, die haben alle gemärtelt, also die haben nicht geklebt. Das sieht man auch da. Die Fliesen haben alle auf die rohe Mauer aufgemärtelt. Das war früher so der Standard, dass man das gemacht hat. Man hat früher eigentlich wenig Fliesen gelebt. Man hat das meiste eigentlich gemärtelt. Ich weiß auch nicht, es ist keine Fußbodenheizung drin, weil unter uns, wie gesagt, ist der Heizraum. Und die Wärme von dem Raum unter uns hat den Fußboden mitgeheizt. Darum bin ich mir gar nicht sicher, ob da überhaupt der Estrich drin ist. War natürlich jetzt von Vorteil, weil dann hätte ich schon eine bestimmte Höhe an Fußbodenaufbau, der mir dann zugutekommen würde, wenn ich die Duschwanne da setze. Aber, naja, jetzt fangen wir mal an und dann sehen wir schon, was wir alles für Überraschungen finden. Ich werde jetzt erst einmal den Heizkörper wegbauen. Den habe ich schon entleert. Da habe ich da oben den Thermostat weggemacht. Da hängt ja da normalerweise der Thermostat dran. Den habe ich weggeschraubt und habe da so einen Blindstupsel drauf gemacht. Da unten ist ein Absperrhahn dran, da habe ich das Wasser zudraht. Also der Heizkörper ist mittlerweile trocken. Und normalerweise, glaube ich, hängt die Heizkörper bloß so an der Wand dort. Und schauen wir mal, ob wir ihn wegbringen. Ja, schau hier, das geht ganz leicht. Oh, da ist bloß so eine Wandkonsole, der Heizkörper dort hängt. Und dann können wir das schon mal raus tun. Den staubigen Bruder. Oh, läuft die Suppen schon raus. Tu mal das Schüssel leider her. Jetzt läuft es auf der anderen Seite raus. Was ist noch
das? Heizungswasser. Schau mal das aus. Schwarz. Das muss. Musst Oma dann aufwischen. Wird nicht so schlimm. Für das ist er rausgestaubt. Genau. Wie schaut der Typ in der raus? Papa, da vorne, weil ich gerade die Holzplatten, die Kleine da wegschraube, schaut der Tübinger raus. Ja, das mal ist nicht schlimm. Die Kleine ist nicht schraub. Ja, das kommt ja eh auch nicht so. So, jetzt stehen wir jetzt da bloß ein wenig ins Eck rein. Wo sind denn da die Schrauben? Du musst schauen. Ah, und ja. Dann hole ich einmal einen Pappendeckel. Oh, ich mag gar nicht schauen. Dann hole ich einen Pappendeckel oder eine Decken hole ich, dann können wir das Glas von der Duschkabine auf eine Decken draufstellen. Mhm. Kreischlitz. Kreischlitzraum ist. Jetzt muss ich mich wie ein Mechaniker hinlegen. Also, das geht da. Ja. So, mal die Tür. Oh ja, die kann man einfach rausheben. Vorsicht, Glas. Ja. Und mach's nicht kaputt, dann hast du die ganze Scheiße in die Finger drin. Ja. Jetzt geh halt auf. Oh, guck die Fisch drin. Geht die überhaupt? Das ist so ein Kreuz. Was kann man da führen? Kreischlitz. Und die Klone ist so. Ja. Ja, die kenne ich auf. Da oben hat er gemeint, wir könnten die Duschkabine dann im Keller unten in der Waschküche. In der Dusche einbauen. Ja. Aber da ist doch momentan bloß ein Vorhang da, so ein gräßlicher. Und wenn der Opa sich mal wieder da unten duschen will, da hätte er eine gescheite Kabine. Der reizt mal einfach den Schraum raus. Dann sehen wir schon, was sie tut. Unten die Silikonnaht wegschneiden. Dann müsste es ja eigentlich schon locker sein. Das ist doch gut. Also war es gar nicht festgeschraubt. Doch, zweimal in der Schiene. Ah. So, wenn man schon denkt, dass das da reingelehmt ist. So, das zweite Teil weg. Oma, wo hast denn du einen kleinen Schachtel? Ohne große. Ja, der Papa macht gerade die Duschkabine weg. Ja. Und da brauchen wir gleich Schachtel. So. Schauen wir, ob die rausgeht. Was ist denn das? Ja. Geht raus. Brauchen wir gerade die. Ja, jetzt war es fast zu weit gewesen. Cool. Hinter Gitter, hinter Glas. So, raus mit dir. Vor der Oma Schimpfnudel probiert. Was? Schimpfnudel probiert. Schimpfnudel? Ja.
Ich will heute auf jeden Fall so weit kommen, dass wir mal unter die Duschwanne und unter die Bootwanne reinschauen können. Mhm. Also die. Wenn der Schiff die sagt, dann reichen wir das schon. Ja, das müsste eigentlich gleich passiert sein. Die Bootwanne rausreißen und die Duschwanne rausreißen. Ja. Die dürften jetzt nicht so fest drin. Ja. So, als nächstes schrauben wir das Waschbecken da mal weg. Wasser habe ich angedreht. Also Überschwemmung dürfte man keine haben. Die sind aber leicht. Hm? Die Dinger aber leicht. Ja, die dürfen wir nicht so fest ziehen. Oh, warum? Ja, sonst geht das Waschbecken kaputt. Da kommt das Wasser raus. Das ist nicht viel. Gut, Waschbecken hätten wir auch schon weg. Ja. Ein Stück weiter sind wir jetzt schon gekommen. Wir haben die ganze Duschkabine da hinten weggebaut. Das Waschbecken ist weg und das Klo ist weg. Der Heizkörper, den habe ich als allererstes schon raus. Der Josef hat seinen Feuerwehrhelm jetzt nicht ohne Grund auf, weil jetzt werden wir wegen radikaler. Jetzt werden wir schauen, dass wir die Duschwanne und die Bootwanne rausbringen. Ich weiß jetzt noch nicht wie. Wir fangen jetzt einfach mal gleich an und hauen da mit dem Hammer mal drauf rum. Und dann werden wir schon sehen, ob wir es rausbringen. Irgendwo ist der. Die Duschwanne, die Bootwanne haben wir jetzt schon heraus. Die ganzen Ütungen davon haben wir jetzt auch schon weg. Größtenteils, ein bisschen was ist noch übrig. Da hinten ist ein wenig so ein Absatz gewesen. Das hat mein Vater komischerweise irgendwie alles mit Estrichkies aufgefüllt. Den schaufelt der Josef jetzt gerade raus. Ich bin jetzt dabei, dass ich da anfange, so den normalen Bauschutt raus zu hauen. Da war jetzt die Duschkabine oder die Duschwanne und die Bootwanne, da sieht man es jetzt noch. Die stehen ja da auf so Betonsockel. Da hat mein Vater Pflastersteine mit einbetoniert, als Niveau, als Höhenniveau. Da unten, da ist schon die rohe Betondecke. Ich habe jetzt vorher gemessen, wir haben da von den Fliesen zu danunter, zu dem Boden, 7 cm Höhenunterschied. Also ich bin mir nicht genau sicher, ob da überhaupt der Estrich drin ist. Das werden wir aber jetzt dann sehen, wenn wir die Stufen davon weghauen. Da habe ich jetzt für den Anfang erst einmal ein leichteres Gerät am Start. Da werde ich jetzt erst einmal da die Trennwand raushauen und da das Zeug da hinten raushauen. Und für die Stufen da vorne werden wir ein bisschen schwerere Geschütze auffahren. Soll ich da was sagen? Der hat das alles ganz betoniert.
Das sind keine Lierbursch da. Das ist aber nicht bloß da vorne, das ist alles so ganz so betoniert. Da meine ich, da kommen wir mit dem Bosch haben wir nicht weit. Haben wir einen großen. Da oben brauchen wir einen großen Kabum. Den hol ich jetzt schnell. Dann schauen wir mal, ob es mit dem besser geht. He? Mit dem großen Kabum. Mit dem großen Kabum. Also es ist tatsächlich so, da außen ist jetzt zwar ein 11er Lierbursch da, aber das Stickel da innen, das ist komplett betoniert. Wir zwei, wir hauen das jetzt schnell raus und dann zeigen wir es euch, wie es ausschaut, ohne Stufen. Da der Schutt jetzt mehr wird als gedacht, haben wir uns da jetzt eine kleine Behelfsrutschen gebaut. Über so ein Plastikding können nämlich nicht bloß Kinder noch rutschen. Sondern auch der Schutt. Den Behälter oder den Container haben wir nicht näher herstellen können, weil da das Kellergranter ist. Aber jetzt müssen wir uns halt so weiterhelfen. Wir haben jetzt alles so weit rausgehauen und der ganze Schutt ist schon im Container draußen. Das ist das Ergebnis von unserer Arbeit. Aber jetzt, glaube ich, haben wir ein richtig ernsthaftes Problem. Denn ich glaube nicht, dass wir die Duschwanne da einsetzen können. Es ist jetzt da zwar ein Estrich drin, der hat 7 cm bis Oberkante Fliesen, also das heißt, wir haben da einen Höhenversatz von 7 cm. Aber der Badbauer hat zu mir gesagt, er braucht da 14 cm Höhenunterschied, damit er da seine Duschwanne setzen kann. Jetzt habe ich da bei dem Abflussrohr mal einen Schraubzieher durchgesteckt, weil das ist mit PU-Schaum ausgespritzt. Der Schraubzieher hat vorn genau 20 cm. Ja, der schaut unten im Heizraum 3 cm raus. Das heißt, die Betondecken hat nur 17 cm. Die müssen da nur 7 cm aus der Betonplatte raushauen und dann bleiben bloß noch 10 cm übrig. Ich weiß ja nicht, ob 10 cm Betondecken langer, dass man da eine Dusche draufstellt, wenn dann vielleicht sogar später mal zwei Personen da drin duschen. Der Badbauer kommt morgen vorbei und schaut sich das Ganze an, dann werde ich mit ihm reden. Ich werde heute Feierabend machen, weil recht viel kann ich sowieso nicht machen. Morgen werde ich dann die ganzen Wasserleitungen rausstemmen. Da muss ich die Fliesen ein wenig aufflexen, da raufwärts. Dann werde ich die Mischbatterien ausbauen. Da drüben werde ich die Anschlüsse auch raushauen. Aber für heute langt es mir. Ich mache heute Feierabend und für euch geht es jetzt gleich weiter. Am Ende des zweiten Arbeitstags kann ich euch das Ergebnis präsentieren, was ich heute alles geschafft habe. Ich habe da die komplette Wasserinstallation jetzt rausgerissen. Die Rohre sind noch drin. Das dauert noch ein paar Tage, bis ich die wegmachen kann. Da auf der anderen Seite habe ich das Waschbecken, die Rohre vom Waschbecken freigelegt und da das Rohr von dem Druckspüler vom Klo. Da kann man jetzt auch schon in den Heizraum runterschauen. Da ist mir leider ein kleines Missgeschick passiert. Da habe ich beim Stemmen das Rohr kaputt gemacht. Aber das muss sowieso raus, weil wir machen da Wand-WC hin und dann muss der Abwasseranschluss da raus. Wie man es vielleicht auch an mir sieht, ich bin ziemlich schnell ziemlich alt geworden. Darum habe ich nämlich auch da, damit es da in die Wohnung nicht so reinstaubt, das da alles mit Folie zugemacht, habe das Fenster offen lassen und habe da eigentlich nur mit Staubmasken darin umeinander geflext. Da habe ich die Fliesen ein wenig aufgeflext und das dann rausgestemmt. Die Rohre habe ich jetzt auch noch nicht wegmachen können, weil ich kann zwar das Kaltwasser da separat für das Bad abdrehen, aber das Warmwasser kann ich nur im kompletten Erdgeschoss abdrehen. Und damit meine Eltern nach wie vor noch warmes Wasser haben, habe ich die Rohre jetzt dabei dort lassen, bis mir der Heizungsbauer das Material vorbeigebracht hat. Und dann werde ich das da kappen, werde da einen Blindstupsel drauf machen, vielleicht mache ich das auch vorher schon. Und dann kann ich die neue Installation verlegen. Da auf der Seite, wo das Waschbecken drüber war, da muss ich noch ein wenig tricksen. Denn auf der anderen Seite von der Wand ist auch noch ein Waschbecken, da ist nämlich ein Gästezimmer. Und die zwei Waschbecken waren miteinander zusammengeschlossen. Da geht der Bogen da so rum und da hinten ist ein T-Stück, wo es dann rübergeht zu dem anderen Waschbecken.
Und da unten ist das Gleiche, da kommt es da vom Heizraum rauf. Dann ist da ein T-Stück und da geht das Kaltwasser dann rauf. Das muss ich irgendwie voneinander trennen. Als Liebste weiß man, ich kann das separat dann unten im Heizraum zusammenschließen. Aber das wäre noch ein bisschen eine Trickserei. Denn im Gästezimmer drüben fange ich jetzt nicht das Rumschlagen an. Das muss man jetzt irgendwie so lösen, dass man das im Nachhinein dann später irgendwann einmal machen kann. Priorität 1 ist jetzt erst einmal das Bad. Dann war auch vorher der Badbauer da und seitdem bin ich wieder ein bisschen beruhigter, weil es ist ja da um die Duschwanne gegangen. Da hat er zu mir gesagt, er braucht da 14 cm, dass er da aufbauen kann mit seiner Duschwanne. Und da habe ich doch Angst gehabt, dass ich da die halbe Betondecken raushauen muss. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, wo er zufrieden ist und vor allem ich auch. Normalerweise ist es so, das ist der Rahmen jetzt von der Duschwanne, die hat 1,20 Meter auf 1,20 Meter. Der Rahmen wird da gesetzt und dann wird mit einem Zweikomponentenkleber da die Duschwanne eingeklebt. Zum Setzen von dem Rahmen hat man eigentlich die Fiers. Die Fiers haben 9 cm mindestens und der Rahmen hat 4 cm. Da kommt man jetzt auf 13 cm. Darum hat er gesagt 14, dass wir da noch ein bisschen Spiel haben zum Einstellen. Warum man die Höhe braucht, und das hat er mir nämlich jetzt erklärt, es geht eigentlich nur um diesen Siphon. Der Siphon, der hat 6 cm oder 5,5 cm, der muss da rein. Und der kommt ja dann da unten unter den Rahmen rein. Also für den Siphon braucht man Platz und darum ergibt sich das auch, dass man da jetzt den Abstand mit dem Rahmen braucht. Normalerweise hat man den bloß. Wir machen das jetzt anders, wir setzen den Rahmen jetzt direkt da auf die Bodenplatten drauf. Da werde ich die Fierster wegen umbauen, dass wir da vom Abstand her wesentlich geringer werden, dass wir den da an die Fliesen mit anpassen können. Da haben wir unten vielleicht einen Abstand von 2 cm oder 3 cm. Und da hinten, wo der Siphon reinkommt, nur da in dem hinteren Bereich, da stimme ich die Betondecken aus, dass der Siphon da einen Platz hat. Und wo ich dann natürlich wieder saumäßiges Dusel habe, ich brauche nicht einmal den Abfluss versetzen, weil wenn ich das da ein wenig ausstimme, dann kann ich da einen Bogen rauf machen. Und dann kann ich da direkt an den Siphon anschließen. Das geht sich jetzt ziemlich genau aus. Also ich brauche bloß da das Eck ausstimmen und dann übertragt sich das schon. Wir werden das dann ein bisschen mit E-Strich auslaufen lassen und dann müsste es auch wieder stabil sein. Und so geht es jetzt auch weiter. Ich werde jetzt erst einmal schauen, vielleicht habe ich sogar noch so Blindstöpsel da. Dann kann ich die Rohre nämlich schon mal wegbauen und dann habe ich da hinten einen Platz zum Arbeiten. Dann werde ich das da ausstimmen für den Siphon. Da vorne muss ich noch ein bisschen was rausschneiden, damit der Rahmen reinpasst. Dann werde ich die Fiers umbauen und dann kann ich den Rahmen da schon mal reinpassen. Szenenwechsel. Wir haben jetzt eine Etage tiefer, genau unterm Bad, also im Heizraum. Da oben habe ich jetzt die Abflüsse schon mal rausgemacht. Da kann man jetzt ins Bad nachschauen. Das ist einmal der Abfluss von der Badwanne. Da drüben ist der Abfluss von der Duschwanne. Ich bin jetzt gerade dabei, die Wasserinstallation zu trennen. Das Warmwasser habe ich schon abtrennt. Da ist da ein T-Stück drin, was mit einem Halbzollrohr dann aufgegangen ist. Da habe ich das Halbzollrohr rausgeschraubt und von oben so einen Verschlussnüppel reingeschraubt. Das Kaltwasser, das habe ich da nicht raustragen können. Das war so fest drin, das habe ich jetzt einfach abgeschnitten. Das Rohr ziehe ich dann nach oben raus. Und die ganze Kaltwasserinstallation machen wir sowieso neu. Da ist da einmal so ein Kaltwasserverteiler. Da kommt es von der Wasseruhr darüber. Und da gingen die einzelnen Abzweige dann in die verschiedenen Räume. Das ist der Abzweig fürs Badezimmer. Das geht da einmal zur Badwanne und zur Dusche. Dann geht das da oben rüber bis dahinter. Da hinten läuft es dann so ums Eck rum. Da ist nochmal so ein T-Stück drin. Da geht es zum Waschbecken und da hinten geht es zur Toilette. Das Abflussrohr habe ich auch schon drin. Das ist da rüber gegangen und dann auf und da und dann auf. Da ist jetzt bloß noch das Stickel. Das schließe ich dann später wieder da an. Ja, da drüben müssen wir es ja nicht anschließen, weil es kommt ja kein Badwanne mehr rein. Also vorerst. Und da muss ich halt dann darüber gehen. Die ganze Kaltwasserleitung, die machen wir komplett neu. Das rentiert sich jetzt gar nicht. Das lasse ich jetzt erst einmal so. Die Kaltwasserleitung, wo dann aufgeht, die habe ich da unten jetzt auch an der Verschraubung drin. Da werde ich jetzt da eine andere Verschraubung drauf machen. Und da dann auch nochmal so einen Verschlussnippel aufmachen. Da ist zwar da unten ein Schieber, der Schieber ist zu, den habe ich auch austauscht, das ist ein neuer, weil der kaputt war. Aber falls jetzt jemand unbeabsichtigt da den Schieber aufmacht, dass da nicht gleich die Fontäne rauskommt, werde ich da auch nochmal mechanisch zumachen. Und jetzt Obacht geben, jetzt kommen ein paar Wortspiele. Ich habe ja vorher gesagt, ich muss warten, bis der Heizungsbauer vorbeikommt, damit er mir so einen Nippel vorbeibringt. Habe ich jetzt gar nicht machen müssen, der Heizungsbauer war noch nicht da. Ich habe nämlich solche Nippel noch gefunden, die waren unter dem T-Shirt versteckt. Abdichten werde ich den Nippel mit goldenem Engelshaar.
Das ist natürlich Hanf. Denn es ist nie verkehrt, wenn man eine Schachtel voll Hanf daheim hat. Denn mit Hanf macht man bekanntlich Sachen dicht. Ich mache das Ganze jetzt so. Ich fange da vorn ungefähr so 3 Quinkgänge weiter drin fange ich an. Dann wickel ich das einmal um dieses Stickel, was übersteht, rum. Und wenn ich das nächste Mal rumkomme, nehme ich das Stickel mit. Und dann wickel ich das im Uhrzeigersinn. Ist ganz wichtig, weil wenn man das dann reintraut, dass man das mit dem Hanf reintraut und nicht gegen Hanf, sonst wickelt man wieder an. Und dann fange ich einfach an, dass ich das ganz streng da in diese Quintgang reinlege. Ich schaue, dass der Hanf flach ist und nicht so wurscht ist, damit sich das sauber reinlegt. Und dann einmal bis zum Ende. Das, was übrig ist, das lege ich wieder nach vorn. Das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen viel Hanf, aber es ist wurscht. Das, was zu viel ist, das dreht sich dann schon raus aus dem Quint. So. Und dann verstreicht man das da ein wenig mit dem Finger. Und jetzt ganz wichtig, weil sonst wird es nämlich nicht dicht, braucht man also eine Dichtungspaste. Neofermit steht jetzt drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Bezeichnung von dem Dichtmittel ist oder ob das nur der Hersteller ist. Wir sagen immer Fermit dazu. Und mit dem Fermit streicht man jetzt den Hanf dann da sauber ein. Das massiert man da richtig schön in den Hanf rein. Dann schaut das so aus. Und dann kommen wir das da in die Verschraubung rein dran. Ich werde es jetzt so machen, dass ich jetzt erst die Verschraubung festschraube. Dichtung ist schon eine drin da. Da kommt da jetzt die Überwurfmutter dann da drauf. Das ist jetzt vorübergehend so weit dicht, dass man da unten den Schieber auftragen kann und dann darf da nämlich nichts rauskommen. Jetzt gehe ich wieder rauf ins Bad und dann geht es mit der Duschwanne weiter. Auf der Seite bin ich jetzt komplett rohrfrei. Die ganze Wasserinstallation ist jetzt weg. Ich habe jetzt auch da schon mal die Fliesen und den E-Strich ausgeschnitten, damit die Duschwanne da reinpasst. Und jetzt bin ich gerade dabei, die Fiers umzubauen, die wo da dabei sind, damit man die Duschwanne in der Höhe nivellieren kann. Gedacht ist es eigentlich so, dass man das Blech da auf die rohe Betondecken drauf tübelt und dann hat man auf der einen Seite einen Linksquint. Da schraubt man das Alu drauf und auf der anderen Seite hat man einen Rechtsquint. Das ist das, was von oben von der Duschwanne kommt. Und wenn man jetzt das in die eine Richtung dreht, dreht gleichzeitig die Schrauben und das Quint da unten raus oder in die andere Richtung dann rein. Und so kann man jetzt die Duschwanne da in der Höhe nivellieren. Das Problem ist bloß, das ist eben für diese 14 cm ausgelegt. Ich brauche das alles ein bisschen niedriger. Ich habe es vorher gemessen, ich habe da 2,5 cm, was wir unterbauen können. Und darum habe ich die ganzen Fiers jetzt umgebaut. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich das Alu-Teil, was da dabei ist, mit der Drehbank einfach abgedreht habe. Es ist links und rechts ungefähr noch ein Zentimeter Quint drin. Also ein bisschen eine Verstellmöglichkeit haben wir noch. Das Linksquint, was da auf dem Blech drum war, das habe ich abgeschnitten. Das hat jetzt auch genau einen Zentimeter. Jetzt kann man das da komplett drauf dran. Von der anderen Seite dann die Schrauben durch. Und dann hat man von der Höhe ungefähr noch einen Zentimeter, was man einstellen kann. Ist aber auch kein Problem, wenn das jetzt nicht lange dauert mit dem Zentimeter. Es ist ja so, dass da in der Duschwanne auch ein Quint drin ist. Also das heißt, die grobe Einstellung kann man dann mit der Schraube schon machen. Je nachdem, wie weit man die Schrauben unten rausschauen lässt, bevor man es in das Aluteil reinschraubt, kann man dann schon mal die grobe Höhe einstellen und die Feinjustierung kann man dann da unten mit dem Aluteil machen. Ich werde jetzt das eine Teil noch umbauen an der Drehbank und dann werde ich die Duschwanne ausrichten. Die Blecher festdübeln
Und dann kann ich mich da hinten um den Siphon kümmern. Den Rahmen von der Duschwanne habe ich jetzt so weit ausgerichtet. Und die ganzen Halter habe ich jetzt festübt. Die liegt jetzt sauber im Wasser. Ist so bündig mit den Fliesen. Und hinten an der Wand links und rechts bündig mit den Fliesen. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mich um den Siphon da kümmere. Das ist der Siphon von der Duschwanne. Der muss da unter das Oval rein. Und damit ich da unten reinpasst, da habe ich jetzt bloß 2,5 cm Luft. Wir brauchen aber 5,5 cm. Also damit wir da ein bisschen einen Spielraum haben, muss ich noch 3,5 cm darunter. Dazu flexe ich jetzt da einmal den Beton aus und dann vielleicht so Streifen rein, damit ich mich leichter tue beim Rausstimmen. Und mit dem Anschluss geht es jetzt genau aus, dass wir da mit dem Bogen raufgehen können und dann da anschließen. Ich werde jetzt da hinter mir zumachen, damit es da nicht so nausstaubt. Da werde ich meine Masken aufhocken und einen Gehörschutz rein tun. Und dann geht es ja schon los mit der Stauberei. Ihr müsst leider draußen bleiben, denn ich möchte nicht, dass ihr geschimpft kriegt von eurer Frau, dass bei euch im Wohnzimmer der ganze Staub umeinander liegt. Aber ich zeige es euch gleich, wenn ich fertig bin. Der Siphon ist jetzt drin. Da sieht man auch, was ich rausgestimmt habe. Das ist jetzt nicht ganz ausgegangen. Da habe ich jetzt ein bisschen Eisen rauszwickern müssen. Aber wenn da in dem Bereich kein Eisen drin ist, ist das nicht schlimm. Das da ist die hintere Ablaufrinne. Und der Siphon muss so tief sein, dass wenn man die Ablaufrinne in den Rahmen hineinlegt, das steht über den Rahmen da unten drüber hinaus. Und wenn die Ablaufrinne drin ist, dann muss man den Siphon da raus und rein durchkinnen. Und das kann man einwandfrei. Damit ist meine Arbeit jetzt fürs Erste gemacht. Jetzt heißt es warten, dass der Heizungsbauer kommt. Ich hoffe, dass er mich nächste Woche nicht hängen lässt und dass er mir nächste Woche dann das Material vorbeibringt, dass ich da die Wasserleitungen verlegen kann. Und mit dem Video war es für heute auch, denn die halbe Stunde haben wir jetzt eh schon wieder voll. Nächste Woche geht es wieder weiter, das heißt jetzt für euch wieder eine Woche warten. Wo es weitergeht, weiß ich noch nicht genau, entweder draußen auf der Baustelle oder da herin auf der Baustelle. Weitergehen tut es auf jeden Fall. Und bis dahin bleibt mir wie immer bloß noch eins zum sagen, seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, basteln auf der Baustelle im Vespa-Bäder. Für's euch.